Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ja, Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freitagnacht, freie Themennacht, ihr seid am Zug. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann ruft mich an. Die bekannte Telefonnummer 0800 5678 111. Erste Anruferin heute Nacht ist Nina und Nina ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Nina. Ja, hallo. Also hallo, mein Thema ist, ich habe Leukämie und nicht mehr lange zu leben. Oh, das sagst du so? Ja, das ist... Ja, ist leicht gesagt, aber mittlerweile hat man ja irgendwie so eine Barriere aufgebaut. Mhm. Und ja. Und geht damit äußerlich cool wirkend um, ne? Nee, also nicht wirklich. Also nur nicht wirklich, Fassade. Ja. Nur eine Fassade. Erzähl mal von der Krankheit. Wie lange hast du die schon? Ja, ich habe die seit 96. Mhm. Ja, und da hatte ich erst so eine Transplantation bekommen vom Knochenmark. Mhm. Wie hat sich die damals bemerkbar gemacht, die Krankheit? Ja, ich war immer müde gewesen, abgeschlafft und andauernd krank. Mhm. Ja, und dann hatte ich auch tierisch abgenommen. Ich habe damals 80 Kilo gewogen, dann hatte ich hinterher nur noch 40 drauf. Ja, und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen und ja, die haben das dann am Blutbild und Knochenmark genommen. Und dann haben sie es festgestellt. Mhm. Und ja. Da warst du, ich rechne mal schnell, wie alt warst du da, als du es erfahren hast? Mhm. 96 war ich so 13, 14 so mein Dreh. 13, 14. Hat man dir das sofort gesagt, dass du so schwer krank bist oder hat man dir irgendetwas anderes erstmal vorgetäuscht? Ja, also erstmal ging dann erstmal dieses Lateinische von den Ärzten, wie immer so, ne? Ja, wir müssen das und das gucken und sämtliche Untersuchungen gemacht, ja. Und dann irgendwann mal mussten sie halt dann Klartext reden, ne? Mhm. Wie nimmt man das denn als so junges Mädchen auf? Eine Krankheit zu haben, die lebensbedrohlich, auf jeden Fall hoch lebensbedrohlich ist. Ja, also ich habe so reagiert, dass ich kam da absolut nicht mit klar. Ich bin in ein tiefes Loch gefallen, hatte hinterher Depressionen, bin auch in eine psychosomatische Klinik gekommen. Ja. Weil ich wollte einfach nicht mehr leben oder sonst irgendwas und kam da auch nicht mit klar. Und Hast dich dann so seelisch doch wieder berappelt? Ja. Und hast gegen die Krankheit angekämpft? Ja, also ich habe so gut wie möglich dagegen angekämpft. Ja. Und dann habe ich auch meine Tochter bekommen. Ach, du hast ein Kind. Ja, meine Tochter wird jetzt 4 Jahre alt. Und da ging es auch damals drum, wo, um die Schwangerschaft, hieß es hinterher, du hast 50 zu 50, entweder überlebt das Kind oder nicht. Ja. Und dennoch hast du dich darauf eingelassen? Ja. Ja. War das so ein Wunschkind oder ist es halt passiert? Ist halt passiert. Es hieß halt eigentlich durch die Krankheit würde es sowieso nicht passieren. Mhm. Und ja, und dann ist es doch passiert auf irgendeine Art und Weise. Doch, bin ich sehr froh drüber, dass ich sie habe. Ja, das glaube ich. Jetzt ist das Kind 4 Jahre alt als du. Bist du mit dem Vater des Kindes auch noch zusammen? Nein. Nicht mehr. Also du bist alleinerziehende Mutter? Genau. Und lebst bei deinen Eltern noch oder wo lebst du? Nein, ich bin mit 16 ausgezogen und wohne seitdem alleine. Mhm. Jetzt sind so viele Jahre vergangen seit der ersten Diagnose. 1996, sagst du, war die erste Diagnose Leukämie. Heute bist du 21 Jahre alt. Du hast wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viele Sachen über dich ergehen lassen und sehr viele Versuche therapeutischer Art hat man unternommen. Jetzt sagst du, ich habe nicht mehr lange zu leben. Ja, ist das eine definitive Aussage? Ja, weil in den Jahren bin ich noch 13 Mal operiert worden. Ich hatte sämtliche Tumore im Hals, im Nacken, im Unterleib. Und das sind halt von der Leukämie die Nebenwirkungen. Also es verstreut halt, also Metastase und so. Und jetzt bin ich auch wieder bekomme wieder Chemotherapie und bin auch wieder in Behandlung alle 2 Wochen. Ja. Ja, und die Ärzte haben zu mir gesagt, man kann nur die Symptome lindern, aber nicht heilen. Das ist halt schwierig. Ja, das heißt, die Ärzte haben dir quasi dein Todesurteil gesagt. Ja, genau. Haben die einen Zeitraum gesagt? Ja, sie haben schon zu mir gesagt, dass ich wohl, Entschuldigung, jetzt fange ich an zu hören, dass ich wohl den Geburtstag von meiner Tochter nicht erleben könnte. Wann ist der? Der ist im Februar. Im Februar. Mhm. Hast du denn im Moment so die Kraft, das Kind alleine zu versorgen? Oder kommen da schon irgendwelche Leute, die dir helfen?
Ja, also ich habe meine Mutter, die mich tatkräftig unterstützt. Mhm. Also sonst würde das auch nicht gehen, weil ich kann es ja auch nicht mit zur Chemo nehmen oder wenn es mir auch dreckig geht oder so. Oder seelisch, das kann sie ja nicht, soll sie auch nicht mitkriegen. Ja, und also ich habe schon jemanden, der auf sie aufpasst. Ja. Nur ist das ja, wenn man alleine ist, ist schon grauenhaft, wenn man das gesagt bekommt. Oder wenn man sich innerlich darauf einstellen muss, dass man nicht mehr heilbar ist. Ich könnte mir vorstellen, obwohl ich keine Kinder habe, aber ich stelle es mir vor, dass es noch schlimmer ist, wenn man ein Kind hat, vor allen Dingen so ein kleines Kind. Wie hältst du das, wie kriegst du das seelisch für dich irgendwie geregelt? Kriegst du es überhaupt geregelt? Ja, ich weiß nicht, also ich muss halt damit klarkommen, dass das halt so ist, dass ich mein Kind auch nicht mal lange habe für mich. Mhm. Ist halt schwierig, man muss halt alles regeln, wo die Kleine auch unterkommt und weiß ich nicht was alles. Das ist halt schon schwierig, aber man muss ihr schon, also ich bringe ihr schon langsam bei, dass ich bald nicht mehr da sein werde, weil... Ehrlich, das sagst du dem kleinen Mädchen schon? Ja, nee, ich mache so eine therapeutische Maßnahme mit der Kleinen, dass sie halt nicht so abrupt mitkriegt, wenn ich dann plötzlich mal irgendwie tot im Bett liege oder so, dass sie halt nicht mitkriegt oder also, so. Also sie ist 4 Jahre, sagen wir nochmal, ne? Ja. Wie sieht denn so eine therapeutische Maßnahme aus? Wie kann man denn so ein kleines Kind dahin führen oder an den Gedanken gewöhnen, dass die Mama irgendwann nicht mehr da ist? Eigentlich gar nicht. Also wir machen das halt eigentlich nur spielerisch und sie sagt dann so, ja, dann bist du halt bei der Oma oben im Himmel und passt auf mich auf. Ne? Wird schon schwierig werden für sie. Redest du denn so ganz klar auch mit deiner Mutter darüber, wie es dann geregelt werden sollte nächstes Jahr, eventuell, wenn es passiert? Ja, habe ich alles schon, also alles geregelt. Muss man ja. Wie ist, wenn ich dich jetzt frage, wie es dir in deinem Herzen zumute ist im Moment? Wie würdest du das beschreiben und erklären? Erklären ist schwer. Also ich bin äußerlich ziemlich hart. Also ich sage, ich lasse es mir nicht anmerken. Mhm. Aber innerlich bin ich so kaputt. Weiß nicht. Du hast es gerade auch ziemlich gefasst alles erzählt. Ja. Aber du fingst dann ein bisschen an zu weinen, als du den Geburtstag deiner Tochter erwähnt hast. Ne? Es ist halt schwierig, man kriegt das nicht mehr mit. Man hat so vieles vor, man hat so lange gekämpft und dann kommt dann diese dumme Krankheit und macht alles kaputt. Ja, du hast wirklich lange gekämpft, sehr lange. Ja. Denkst du manchmal, wie ungerecht das Leben ist, wie ungerecht die Welt ist, dass du, die du 21 Jahre erst bist, jetzt so ein Schicksal tragen musst? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke manchmal auch, warum ausgerechnet ich und warum trifft mich alles immer so. Das ist halt schwierig. Hast du Angst vor dem Sterben? Ja. Auch Angst vor dem Tod? Auf jeden Fall. Ich habe Angst davor, wenn ich jetzt irgendwie meine Kleine hier bei mir habe, dass ich morgens nicht aufwache und sie kriegt das mit. Aber es ist immer so die Angst wegen des Kindes, ne? Genau. Jetzt nur so auf dich bezogen. Hast du da auch große Angst oder... Ist da so ein Gefühl bei dir, dass du denkst, ich habe eigentlich vielleicht mehr Angst nur vor dem Sterben, aber wenn ich dann tot bin, dann soll es halt so sein? Also ich denke immer schon, ich habe eine sehr große Angst vorm Sterben. Ich weiß ja nicht, was dann kommt. Ich mache mir halt Sorgen an meine Tochter und sonst irgendwas. Und halt, ich denke immer schon, das ist eine Befreiung für mich. Dass die Krankheit nicht, also dann habe ich sie ja nicht mehr. Dann brauche ich nicht mal diese Quälereien von den Ärzten durchmachen. Hast du eigentlich jetzt aktuell auch Schmerzen immer? Oder? Ja, mein ganzer Körper tut mir total weh. Kannst du noch so rausgehen, einkaufen? Geht das noch? Ja, das geht noch. Also, aber nur unter Tabletten. Also wenn ich die Tabletten nehme, dann geht das. Wie lange hast du eigentlich, Nina, gehofft, dass es doch vielleicht alles gut geht? Bis zu welchem Alter? Also ich dachte immer eigentlich, dass es gut ging, weil von Jahr zu Jahr ging ja die Forschung immer weiter und immer weiter. Nur wenn man dann irgendwann mal, gibt man die Hoffnung auf. Klar, wenn die Ärzte das dann auch immer mehr unterstreichen und das auch immer klarer sagen, dann hast du dir irgendwas überlegt, was du deinem Kind hinterlassen möchtest, was du ihr... Etwas schreiben, was sie vielleicht später mal liest, wenn sie älter ist, oder etwas sprechen auf ein Tonband oder irgend so etwas. Hast du darüber nachgedacht schon? Ja, ich habe ich habe ihren Videofilm aufgenommen, wo ich drauf bin, also die schönsten Momente von ihr und mir. Und dann halt Briefe, Fotos und halt weiß ich nicht, was alles. Entschuldigung. Ja.
halt ein bisschen schwierig. So. Ja, das ist auch schwierig. Das müssen wir vielleicht auch gar nicht jetzt weiter besprechen. Das ist ja so traurig. Ja, auf jeden Fall habe ich hier eine schöne Sache hinterlassen, dass sie mich auch nicht vergisst. Mhm. Weißt du, Nina, ich bin jetzt gerade ganz ratlos und ganz, ich weiß gar nicht, was ich dir wünschen soll. Ja. Ich wünsche dir, dass die Zeit, die du jetzt noch hast, dass die so gut ist, wie du sie dir wünschst und dass du sie schön mit deinem Mädchen, mit deiner Tochter verbringen kannst. Ja. Die werde ich auf jeden Fall nutzen. Mhm. Weil ich mache ja auch so viel mit ihr jetzt in letzter Zeit. Ja. Weil ich ja ganz genau weiß, dass es irgendwann mal jetzt so sein könnte, dass ich nicht mehr aufwache. Ja. Und dass ihr ein schönes Weihnachtsfest noch verbringen könnt miteinander. Genau. Ja. Ich hoffe ja, dass ich irgendeinen Geburtstag noch mitkriege. Ja. Im Februar. Ja, genau. Nina, ich möchte, dass du noch ein bisschen mit meiner Psychologin redest. Ja. Möchtest du das auch? Ja. Das ist die Heide heute Nacht. Mhm. Du legst bitte auf. Ja. Und die Heide ruft dich an und ich denke ganz fest an dich. Und das sage ich jetzt nicht nur als blöde Floskel, weil wir hier im Fernsehen sind. Ja. Alles Liebe, alles danke Liebe schön. Und Gute. Ja, danke, tschüss. Auf Wiederhören. Jetzt machen wir mal ein paar Sekunden Pause. Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Wir haben heute Nacht eine freie Themennacht. Und wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111. Oder ihr könnt natürlich auch faxen unter 0800 5678 110. Und jetzt freue ich mich, denn bei mir ist Aygül. Ist das richtig ausgesprochen? Ja, hallo Domian. Aygül, 32 Jahre alt. Ja, ich muss mich jetzt erstmal fassen, das war sehr traurig gerade. Ja, das fand ich auch. Ja, meine Geschichte, ob das überhaupt erwähnenswert ist. Ich habe eigentlich, auf das Thema von gestern eigentlich... Ja, gestern hieß unser Thema wieder meinen Willen, also gegen meinen Willen. Ich bin jetzt gerade auch ziemlich fertig. Mhm. Die Geschichte mit dem Mädchen halt gerade hat mich sehr traurig gemacht. Ja. Ich wurde damals zwangsverheiratet mit 16 Jahren. Zwangsverheiratet? Ja. Aus welcher Nationalität kommst du? Ich bin Türkin. Du bist Türkin? Ja, ich bin hier geboren, hier aufgewachsen. Eigentlich auch nur unter Deutschen aufgewachsen. Mhm. Und ja, mit 16 haben dann meine Eltern bzw. mein Vater damals, der lebt leider heute nicht mehr, beschlossen, mich zu verheiraten. Mhm. In Deutschland oder Nein, in der Türkei? In der Türkei. Ich kannte diesen Menschen auch nicht. Hat dich das damals wie ein Blitz aus heiterem Himmel getroffen? Oder hattest du ja schon so als 14... Es war eine sehr schwere familiäre Situation sowieso. Ich war damals eigentlich wie im Trance. Ich habe nur gedacht, okay, dann komme ich halt wenigstens aus dieser Hölle raus. Ach so, weil die in der Familie auch einiges nicht gut war. Ja, Aber was ich gerade meinte mit Blitz aus heiterem Himmel. Das war für mich aus heiterem Himmel. Ja. Also als du 14, 15 warst, lag das noch nicht so in der Luft. Mit 15 hat man mich irgendwie versprochen gehabt, aber da hat man mir noch nichts gesagt gehabt. Mit 16 hat man dann halt kurz vor unserem Sommerurlaub, dann hat man mir verklickert, wir werden dich dann da unten verheiraten. Mhm. So, und das ist dann auch passiert? Ja, klar. Natürlich. Dann hat man dich in die Türkei gebracht? Ja, wir sind zum Urlaub da ganz normal halt hin und dann kam dieser Mensch halt und innerhalb von 3 Tagen war ich verheiratet. Dieser Mensch war damals wie alt? Dieser Mensch war 7 Jahre älter. Sieben Jahre älter. Ja. Kanntest du den vorher? Nein. Das war irgendeine Kungelei zwischen den Familien? Ja, mit 16 habe ich nicht ans Heiraten gedacht, Domian. Mhm. Das ist mir klar, aber hätte ja sein können, dass du den irgendwie, dass das ein Bekannter ist oder ein Verwandter. Nein, das war auch nicht ein Verwandter, gar nicht. Mhm. Nein. Wollte der dich denn heiraten? Ja. Das wollte der?
Ja, er wollte mich heiraten. Mein Gott, wie fühlt man sich denn, wenn man dann mit 16 Jahren gezwungen wird, einen wildfremden Mann zu heiraten? Ich weiß nicht. Was ist das für eine Hochzeit? Das muss die Hölle sein, die Hochzeit. Ja, das war die Hölle. Also ich war dann halt mit 16 standesamtlich nur verheiratet. Mhm. Es also keine weiße Hochzeit, noch gar nichts gewesen. Und dann bin ich mit meiner Familie ganz normal wieder zurück nach Deutschland halt. Ach so. Ich ging damals noch zur Schule. Halt, Zwischenfrage. Gab es nach dieser standesamtlichen Trauung? Nein, die Ehe wurde, also die eheliche, also Sex gab es noch nicht. Darauf wollte ich hinaus, ob du die ehelichen Pflichten da erfüllen musstest. Ich war noch Jungfrau dann, immer noch. Und bin auch als Jungfrau wieder nach Deutschland halt gegangen, obwohl ich schon verheiratet war. Ja, dann bin ich halt mit meiner Familie halt wieder nach Deutschland, habe meine Schule noch beenden dürfen und durfte dann auch eine Ausbildung anfangen und die ich dann halt von meiner Elternseite aus abbrechen musste und ich musste dann einen Job mir besorgen, da ich ja dann meinen Mann hier rüberholen müsste. Da waren mittlerweile dann 2 Jahre vergangen, da war ich 18 und dann hatte ich halt meinen Eltern versucht beizubringen, dass ich doch nicht möchte. War er denn da auch schon hier in Deutschland? Nein. Mhm. Wir hatten uns ich war da unten, 87, da war ich 16. Wir haben geheiratet, innerhalb von 3 Tagen kannten wir uns nur, dann sind wir wieder nach Deutschland und dann sind 2 Jahre vergangen. Ist denn der Mann dann irgendwann auch nach Deutschland gekommen? Ja. Und hast du mit dem auch zusammen gelebt? Ja, musste ich. Wie lange? 5 Monate. 5 Monate. Das ist aber, mit 18 bin ich dann von zu Hause abgehauen, weil ich das nicht mehr ertragen habe, die Situation. Und ich war auch ganz alleine auf mich gestellt. Also ich hatte niemanden auf meiner Seite, weder meine Mutter noch meine Geschwister. Mhm. Und das war, ich wusste nicht, was ich machen Also du hast dich dann, du hast 5 Monate mit diesem Mann zusammengelebt? Ja. Und hast dich dann dem Ganzen entzogen, in dem du geflohen bist? Nee, das ist alles dann ein Jahr später wieder passiert. Also ich bin 2-mal eigentlich von meiner Familie abgehauen, weggelaufen, wie auch immer. Wie soll ich dir das erklären? Aber nein, reicht ja schon aus, um das zu verstehen. Letztendlich bist du von der Familie geflohen und letztendlich auch aus der Ehe ausgebrochen. Ja, aus der Ehe ausgebrochen. Ich könnte mir vorstellen, dass du ein riesengroßes Theater mit deiner Familie hattest. Ja, Da ein Jahr später halt, wie gesagt, ich bin dann halt mit 18 abgehauen und ich hatte keinen Kontakt mit meiner Familie. Ich hatte auch Todesangst. Wurdest du bedroht auch? Ja, die haben mich gesucht. Die haben mich auch gefunden gehabt. Die hatten mich auch in den Händen. Aber damals lebte noch mein Vater halt. Die haben mich gehen lassen. Und dann ist mein Vater verstorben. Und dann der Vater hat gesagt, lass das Mädchen gehen. Der hat eigentlich gar nichts gesagt. Mein Papa, der war, eigentlich eher der Ruhige. Meine Mutter war eher die Sogar die Mutter. Oder diejenige, die sehr ziemlich brutal mir gegenüber war, kann ich eigentlich ehrlich gesagt ausdrücken. Aber dass nichts Schlimmes passiert ist, meinst du, hast du deinem Vater zu verdanken? Ich weiß nicht. Ja, schon, doch. Nun bist du heute 32 Jahre alt, habe ich gerade gesagt. Ja. Hast du heute wieder Kontakt zur Familie? Oder ist das alles abgebrochen? Für mich ist das von damals nicht gegessen. Es ist sehr viel passiert. Auch damals, wie gesagt, ich bin 2-mal abgehauen. Mein Vater ist damals verstorben. Ich bin dann nach Hause. Und meine Mutter, meine Brüder, die haben mich mit dann in die Türkei genommen. Zum Begräbnis, habe ich gedacht, zur Beerdigung. Und was war? Nee, im Endeffekt haben die mich da gelassen. Und das waren auch die 5 Monate, die ich dann mit meinem Mann die Ehe vollzogen habe. Achso, die 5 Monate, die Ehe hast du dann in der Türkei vollzogen? Ja, mit ihr. Ich musste da bleiben. Und du musstest mit ihm auch schlafen? Ja. Ja, musste ich. Das sind sicher die übelsten Erinnerungen deines Lebens, ne? Diese ganze Geschichte. Ja, meine größte Angst war, dass ich nie wieder nach Deutschland komme. Mhm. Das war meine größte Angst. Ich bin hier, das ist meine Heimat hier. Kriegt man denn da nicht Hass auf die eigene Familie? Ja, das Hass hab auf ich bis heute. Ja, das Problem ist, ich habe das Bedürfnis, mit meiner Mutter darüber zu reden. Mhm. Aber die war ja die Hauptantreiberin, ne, wie du sagst. Ja, sie sagt immer wieder, wenn du mehr Vertrauen zu mir gehabt hättest, dann hätte ich deinen Vater irgendwie überreden können und dann wäre alles anders gekommen, wenn du nur nicht abgehauen wärst. Das heißt, ihr redet heute miteinander?
Ab und zu? Es ist ein ganz gestörtes Verhältnis. Ganz gestört. Ganz gestört. Meine Mutter versucht zwar, aber ich komme dann immer mit den alten Kamellen, beziehungsweise es kommt mir dann alles hoch in dem Moment und ich mache ihr jedes Mal dann Vorwürfe, warum sie das damals so gemacht hat, warum sie nicht an Partei mir gegenüber ergriffen hat oder mich geschützt hat, so nach dem Motto halt, wie eine Mutter das halt macht. Ja, normal, dass man das sagt und denkt. Sie versteht das nicht, sie versteht das einfach nicht. Das ist eine andere... Ja, vielleicht, ja, sie ist halt eine typisch türkische Frau. Ja, es ist, die Leute kommen aus einer anderen Zeit. Genau. Und auch aus einer anderen Kultur, aber eben auch aus einer anderen Zeit noch. Ne? Ja, genau. Das heißt, die nächsten Generationen werden es sicher einfacher haben. Ja, heute versteht sie das schon. Nur ich kann mit ihr nicht darüber reden. Ich würde so gern mit ihr reden. Vor allen Dingen mein Vater, der ist verstorben. Ich war ja dann weg ein Jahr. Wir haben uns nicht verabschieden können. Das ist das Schlimmste, was mich sehr belastet halt. Wie lebst du heute? Bist du heute verheiratet? Freiwillig verheiratet? Nein, ich bin nicht verheiratet, Domian. Irgendwie, keine Ahnung, das hat mich sehr geprägt, was so damals passiert ist. Dass du erstmal gar keine Lust drauf hast? Nee, nein. Schlimme Sache. Ich glaube, das ist immer noch dennoch... Auch wenn es ein bisschen liberaler geworden ist, sehr vielen türkischen Mädchen so geht, oder? Ja, damals auf jeden Fall. Heute vielleicht nicht mehr ganz so. Ich würde dir sehr wünschen, wenn es gelänge, doch wieder einen Kontakt zur Mutter herzustellen, einen Frieden zu schließen mit der Mutter. Ja, das Problem ist ja, ich möchte gerne mit ihr darüber reden, über damals. Und das geht nicht, weil das belastet mich, das sitzt in mir. Du verstehst das, glaube ich, schon. Ich verstehe es absolut. Sie versteht das nicht. Oder meine Familie, meine Brüder verstehen das auch nicht. Weil die haben auch meinen Vater zuletzt noch gesehen. Und ich habe ihn halt nicht gesehen. Ich konnte mich nicht verabschieden von ihm oder ihm um Verzeihung bitten, dass ich halt damals gegangen bin oder ihn halt hätte erklären können, warum ich gegangen bin. Das belastet mich sehr, sehr. Also, dennoch bringe ich erstmal die Hoffnung nochmal zum Ausdruck, dass es vielleicht doch irgendwann eine Annäherung zu der Familie gibt, denn es ist ja schön, wenn... Nein, Domian. Möchtest du nicht? Nee, es geht irgendwie nicht. Ich kann nicht. Ich kann irgendwie nicht. Wenn ich bei meiner Familie bin, dann, es kommt alles hoch. Alles. Alles. Ich danke für deinen Anruf. Ich danke dir, Domian, und ich bin großer Fan von dir. Dankeschön, sehr nett. Weiter so. Alles Gute und alles Liebe. Tschüss. 0800 5678 111, unsere Telefonnummer. Und jetzt habe ich bei mir hier an der Strippe die Michaela, und die ist 15 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Michaela. Und was geht's bei dir? Also, bei mir geht's darum, dass ich mit meiner besten Freundin zusammen bin. Wie zusammen bist? Als Pärchen? Ja. Als lesbisches Pärchen? Ja. Hey, hey. Schon lange? 3 Monate. Circa. 3 Monate? Ja. Und ist das so die erste erotische Erfahrung? Ja, überhaupt. Also mit einem Jungen, ist auch nichts gelaufen vorher? Nee, überhaupt nichts. Gar nichts. Und würdest du... Also von beiden Seiten her. Achso, bei deiner Freundin auch nicht? Ja, genau. Und wie lange seid ihr schon beste Freundin? Also es gab mal ziemlich Streit, aber... Jetzt seit einem Jahr wieder. Seit einem Jahr. Und wie hat es dann gefunkt, oder dass ihr dann jetzt ein Paar seid vor 3 Monaten? Wie hat sich das ergeben? Ja, das war irgendwie, wir haben darüber geredet, über erstmal so allgemein, das ist schon circa ein halbes Jahr her irgendwie oder schon länger. Und dann sind wir irgendwie darauf gekommen und haben eigentlich nie richtig das... uns getraut, es anzusprechen. Das, weil ich meine, es ist ja, wäre irgendwie ziemlich belastend für die Freundschaft, wenn einer empfinden würde und einer weniger. Genau. Ja. Und irgendwie hat sie es dann aber dann doch angesprochen, also eher. Und wie hast du darauf reagiert? Also es war ziemlich, ich meine, ich habe es mir schon, also ich habe eigentlich nicht das gedacht, dass sie das Gleiche denkt wie ich. Also, aber dann ist man doch froh, ne? Wenn man das dann hört. Dann fällt einem noch ein Stein vom Herzen. Ja, ziemlich. Und ist fast ganz glücklich. Ja, eigentlich ja schon. Und gab es da, als ihr euch da so ein bisschen offenbart habt, schon so die erste Annäherung, vielleicht einen ersten Kuss oder sowas? Nee. Nein. Das noch nicht. Also irgendwie Umarmungen, aber sonst ehrlich, nee. So, 3 Monate seid ihr jetzt ein Paar. Ja. Ein Pärchen. War dir das schon immer so eher klar, dass du mehr zum Mädchen tendierst, oder ist es irgendwie nicht klar? Nee, war mir eigentlich nicht so arg klar. Ich weiß nicht, so mit, ich bin 15, okay, das ist auch noch ziemlich jung, aber so mit 12 oder so, da denke ich jetzt nicht, da habe ich, glaube ich, so aus Normalität nicht daran gedacht, irgendwie an so ein Mädchen. Das war eigentlich
gar kein Thema. Weißt du, Michaela, ich finde auch Folgendes, da müssen wir auch gar nicht drüber reden, ob du jetzt nun lesbisch bist oder heterosexuell. Du bist jetzt im Moment verliebt in deine Freundin und da das zählt, darauf kommt es an. Ob du vielleicht in ein paar Jahren dich in Jungen verliebst, mag sein, aber das hat jetzt gar keine Relevanz. Ne? Man muss ja nicht jetzt schon gleich einen Stempel drauf drücken auf die Michaela, hier lesbisch oder nicht lesbisch. Ne? Ja. Das ist völlig egal. Du bist glücklich im Moment und darauf kommt es an. Ja, was heißt glücklich? Ich bin glücklich einerseits schon, aber andererseits das Problem dabei ist ja... Die Eltern. Genau, und alles, das ganze Umfeld. Ja. Wie sind denn deine Eltern so drauf, generell? Meinst du, die würden aus allen Wolken fallen und sagen, hier, so ein Schweinkram kommt bei uns nicht ins Haus? Ja, eher schon. Eher sowas, also nicht die großen... Ja, also wenn man irgendwie, ich meine, da kommt auch jetzt gerade irgendwie ziemlich oft irgendwas in den Medien, im Fernsehen. Immer zu, ne? In der Zeitung irgendwo. Und dann hört man die Reaktion, dass es irgendwie nicht normal ist oder... Naja, Gott sei Dank nicht mehr so oft, das war früher viel schlimmer. Ja. Heutzutage ist das doch schon mehr so gang und gäbe. Ich meine jetzt nicht von den Medien, sondern von den Eltern dann. Von den, achso, also von den, der Kommentar achso. dazu. Ah ja, verstehe, verstehe. Ja. Deine Freundin ist genauso alt wie du, ne? Ja. Die ist auch 15 Jahre alt. Ja. Mhm. Ihr haltet das völlig geheim oder weiß es irgendjemand anderes noch, eine andere Freundin? Nee, es weiß keiner. Nein. Ja. Nun kann man das als gute Freundin ja auch ganz gut geheim halten, ne? Ja, also doch. Es geht, es ist halt nur irgendwie schwierig in der Schule und... Ihr müsst ja nicht knutschen in der Schule. Nee, ja klar, aber irgendwie, es ist dann ziemlich, ich weiß nicht, ich würde sie gern andere umarmen sich mal und sie, ich weiß nicht, wir haben jetzt total Berührungsängste und haben jetzt voll das Gefühl, ja, wenn wir jetzt irgendwas irgendwie uns umarmen würden, dann würden gleich alle denken, ja, also... Ich würde Folgendes vorschlagen. Es ist ja alles noch so frisch und ihr seid ja auch noch so jung. Ja. Probiert euch da ruhig noch ein bisschen im Geheimen aus. Es sind ja erst 3 Monate, dass ihr zusammen seid. Ja, lasst euch noch ein paar Monate ins Land ziehen und seid so ganz für euch alleine. Damit, ich sag das so, damit ihr für euch auch ein bisschen stabiler werdet. Ja. Und diesen Schritt nach außen zu gehen, den würde ich so ganz, ganz vorsichtig würde ich das machen. Vielleicht ein bisschen in der Schule, vielleicht auch mal was zu Hause fallen lassen, vielleicht aber auch erstmal nicht. Mhm. Aber nicht überstürzen jetzt. Weißt du, warum ich das sage? Nicht, nicht um euch Angst zu machen, sondern damit ihr so ein bisschen in euch ruhen könnt und stabil seid und nicht gleich in eurem jungen Glück von außen bombardiert werdet mit allen möglichen Quatschkram, sage ich jetzt mal. Ja, ne? Klar. Damit ihr es erstmal wirklich schön habt und euch genießen könnt. Und dann muss man halt mal ein bisschen verzichten und in der Schule nicht sich vielleicht so anfassen, wie man sich gerne anfassen würde wollen. Ja. Denn da muss man schon dann ein dickes Fell kriegen, um vielleicht unter Umständen sehr viele blöde Bemerkungen abzuweisen. Und vor allen Dingen, man muss ein sehr dickes Fell haben, um mit den Bombardierungen der elterlichen Kritik zurechtzukommen, ne? Wenn die wirklich so drauf sind und dir oder euch das Leben schwer machen wollen. Ja klar, ich denke mal, zum Beispiel bei meiner Mutter ist es so, ich glaube, sie findet selber nicht so schlimm, aber sie findet schlimm, was die anderen dazu sagen würden, die Gesellschaft und so. Na gut, aber das ist ja schon mal ein Anfang. Wenn sie selbst nichts schlimm findet, hast du ja schon so ein kleines Türchen offen. Ja. Ne? Und dann hast du vielleicht auch die erste Verbündete. Vielleicht solltest du es ihr dann auch zuerst erzählen. Ja, ich weiß nicht. Naja, ich weiß es nicht auch. Wie ist damit, ist der Vater? Ist der Vater auch, ist der Vater noch strenger? Also ich lebe alleine bei meiner Mutter. Ach so. Also... Irgendwie, mein Vater kennt mich, ich habe wohl Kontakt zu ihm, aber er kennt mich nicht wirklich. Na gut, also wenn die Mutter das eigentlich schon mal nicht so schlimm findet, sondern nur Angst hat, was die Außenwelt sagt, ist das schon mal nicht so übel. Ja. Es wäre viel schlimmer, wenn die Mutter jetzt auch mit Pauken und Trompeten dagegen sprechen würde und sagen würde, bah, das ist wieder natürlich und so weiter. Ja. Michaela, die Sache langsam angehen lassen. Okay. Freut euch, dass ihr euch lieb habt und dass ihr euch gefunden habt. Mhm. Und nach außen, so in dieses Outing, wie man das so nennt, das kann ja nächstes Jahr erst kommen. Ja, okay. Das läuft euch ja nicht weg. Gut, dann vielen Dank. Dann wünsche ich alles Gute und heute toll. Und danke. Schöne Grüße an deine Freundin. Ja, gut. Tschüss. Tschüss. Markus, 35 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo Domian, hier ist Markus. Ja, grüß dich. Hallo Markus. Du, erstmal großes Lob an dich für deine Sendung, also ich finde die echt fantastisch. Dankeschön. Und ich finde es toll, dass ich endlich mal durchgekommen bin. Ja. Ich versuche schon wochenlang durchzukommen, aber... Schön, dass du da bist. Um was geht's denn? Es geht darum, ich habe eine ganz, ganz leichte
Vorhautverengung und mein Urologe hat mich jetzt gefragt, ob ich mir die Vorhaut entfernen lassen will. Mhm. Jetzt schlage ich mich da schon monatelang damit herum, ob ich es machen lassen soll oder nicht, mhm. Weil das ja irgendwo was Endgültiges ist. Also man kann es ja nicht ausprobieren. Absolut endgültig. Gibt's kein Zurück mehr. Ja. Und das ist halt mein Problem, weil auf der einen Seite hört man so viel Negatives drüber, auf der anderen Seite wieder so viel Positives. Und ich weiß natürlich nicht, was jetzt stimmt. Sag mal, du bist 35, ne? Ja. Wie lange hast du diese Vorhautverengung schon? Die ist komischerweise erst die letzten 3-4 Jahre aufgetreten. Die ist seltsam, ne? Dass man das dann im hohen Alter noch kriegt. Ja. Ich dachte ja. mal früher, dass man das so als Jugendlicher oder als Kind nur kriegt. Ja, also die ist auch nicht so, wie sie also normalerweise ist, also dass man die Vorhaut jetzt gar nicht über die Eichel kriegt, sondern sie ist halt ganz leicht. Also ich habe halt, wenn ich Verkehr mit meiner Freundin habe, habe ich halt einen Tag oder 1-2 Tage später so ganz, ganz leichtes Brennen an der Vorhaut. Ach so. Gibt es denn eine Kompromisslösung? Könnte man zum Beispiel dieses Bändchen leicht einschneiden? Damit ja, dann ging das? Da wurde mir ein Vorschlag gemacht, also ich war bei 2 Urologen, aber der erste Urologe sagt halt, da das halt direkt an der Vorhaut wäre und nicht nur an dem Bändchen, würde das nicht allzu viel bringen, wenn man nur dieses Bändchen einschneidet. Also hast du im Prinzip gar keine Wahl? Wenn es dir besser gehen soll, wenn es nicht mehr wehtun soll, musst du dich beschneiden lassen, oder wie? Ja, also wie gesagt, die Schmerzen sind nicht so extrem, dass aber es ist nicht unangenehm kann, irgendwie. Sondern so leichtes Brennen halt. Wird das denn schlimmer? Ist das schlimmer geworden in den letzten Jahren? Ja, also ich habe so das Gefühl, ein bisschen ja. Mhm. Nun bin ich natürlich ein sehr schlechter Ratgeber in dieser Sache, weil ich würde nie im Leben beschnitten sein wollen. Mhm. Und bin auch schon arg beschimpft worden von es gibt glaube ich sogar einen Verein in Deutschland der Beschnittenen und die halten das natürlich ganz hoch und sagen, das ist die tollste Sache der Welt. Ja, ja. Und alles, was man so hört, geht unter Umständen auch in die Richtung von beschnittenen Männern. Ich kann mir das nicht so vorstellen und ich möchte es nie im Leben bei mir haben. Aber bei dir ist es ja nun ein anderer Fall, es ist ja eine medizinische Sache. Ich habe einen guten Freund, der hat das auch so im Alter von Ende 20 machen lassen. Ah ja. So ein ähnlicher Fall wie bei dir. Ah ja. Und der hat die ersten Wochen und Monate sehr gejammert und hat gesagt, das ist schrecklich, es ist weg. Hat sich mittlerweile aber glänzend damit arrangiert und sagt, ich kann mich gar nicht mehr so erinnern, wie das vorher war. Echt, ja? Ja. Ah ja. Also, es ist keine Katastrophe, wenn du es machen lassen würdest. Vor allen Dingen, wenn es doch irgendwelche, es gibt ja doch Beschwerlichkeiten, so wie es jetzt ist. Und das finde ich leichte halt. Leichte, ja. Also ist halt, wie gesagt, kein Muss, als dass jetzt unbedingt, dass man jetzt praktisch ohne das keinen Geschlechtsverkehr mehr haben kann. Ja. Sondern es sind wirklich nur ganz leichte Schmerzen. Und besteht denn die Gefahr, wenn du es nicht machst, dass es sich immer noch mehr verstärkt? Nee, also laut Urologin nicht. Also der Urologe sagt halt, gut, ich müsste halt einfach damit leben, so wie es jetzt ist, und halt diese 1-2 Tage nach dem Geschlechtsverkehr oder nach dem Onanieren halt diese leichten Schmerzen ertragen. Ist aber auch blöd, ne, wenn man danach dann 1-2 Tage Schmerzen hat. Irgendwo schon, klar. Ja. Wie kommt das denn eigentlich? Hat der Urologe dir das erklärt, wie das dazu gekommen ist, was die Ursache ist? Nee, er hat halt gemeint, dass die Vorhaut manchmal so ganz, ganz leicht, also so richtig feine Haarrisse drin gehabt hat und sich deshalb so ein bisschen vernarbt hat. Du hast so heftigen Sex gehabt. Wahrscheinlich. Ja, so. Daher die kleinen Risse. Kann ich mir nicht vorstellen, ja. Sag mal, was sagt denn deine Freundin dazu? Wie will die's denn? Die Mädels sind ja oft scharf drauf, auf beschnittene Männer. Ja, ja, aber sie hat jetzt überhaupt noch keine Ahnung, weil sie überhaupt noch nie einen Mann gehabt hat, der beschnitten ist. Und deshalb natürlich keine Ahnung hat, wie das ist mit so einem Mann. Also sie steht auch ein bisschen skeptisch gegenüber. Aber sie weiß es auch nicht genau. Sie überlässt es sozusagen ganz mir. Also sie sagt halt, ich soll entscheiden und sie akzeptiert es dann halt. Ja. Also ich glaube Folgendes. Wenn diese Beschwerlichkeiten doch irgendwie eher nervig sind und ich fände es schon nervig, 2 Tage danach immer leichte Schmerzen zu haben, würde ich sogar als Beschneidungsgegner, würde ich sagen, okay, lassen wir es machen und dann habe ich es wieder schön und ich könnte vielleicht am nächsten Tag dann auch wieder und habe nicht Schmerzen und muss mich deshalb zurückhalten. Wäre so meine Meinung. Ah ja. Aber ist ja subjektiv, ne? Also kannst du nichts drauf geben. Ja, letztendlich musst du das für dich sehen, wie du damit zurande kommst. Aha, aha.
Also muss man halt tatsächlich eine Entscheidung finden. Ja, also es ist, nochmal, es ist kein Weltuntergang, wenn du es machen lässt. Ah ja. Also, halt mich mal auf dem Laufenden und okay, vielleicht, wenn du es machen lassen solltest, können wir danach nochmal ein paar Wochen später telefonieren. Ich wäre sehr interessiert daran, wie du dich damit dann zurechtfindest. Okay, alles klar. Okay, ich wünsche dir noch alles Gute und mach weiter so. Danke, Markus. Tschüss. Danke auch. Tschüss. Niklas, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, Domir. Hallo, Niklas. Also, zu deiner ersten Anrufung wollte ich ganz kurz was sagen. Ja. Der wünsche ich jetzt für ihre letzten Monate, die sie noch hat, ganz, ganz viel Mut und ganz viel Kraft. Das ist ja nett von dir. Dass sie das schafft, weil das Thema hat mich echt schockiert. Also dagegen ist mein Thema eigentlich, ehrlich gesagt, mehr ein Pipifax. Na, erzähl's trotzdem. Erzähl ich trotzdem, ja. Also, wie du schon gesagt hast, bin ich 23 und ich hatte bis jetzt überhaupt noch keine Freundin. Und darunter leide ich ganz schön. Keine Freundin oder kein Sex? Beides. 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 Schon mal verliebt gewesen? Ja, ganz oft. Ganz oft. Ich verliebe mich immer in die Mädels und ich sage das denen auch immer. Aber irgendwie kriegt man dann immer so einen Korb ausgehändigt. Wie nah bist du denn schon mal an eine Frau rangekommen? Gab es schon mal ein Küsschen oder sowas? Ja, das gab es schon mal. Aber auch einen Kuss, einen richtigen Kuss? Ja, so einen Kuss gab es schon mal. Gab es auch schon mal. Ansonsten halt nichts Festes. Und danach sehne ich mich halt sehr. Klar. Wie kommt es? Wie würdest du es begründen? Oder wie würdest du es sehen? Boah, das ist eine schwierige Frage. Das weiß ich nicht, wie das kommt, dass ich noch keine hatte. Also, du wirkst ja relativ selbstbewusst und ganz normal. Ja. Akustisch zumindest. Dankeschön. Wie ist das äußerlich? Wie siehst du aus? Ja, also ich finde mich persönlich selber nicht so hübsch. Also, na gut, aber liegt immer im Auge des Betrachters. Ja. Ich bin halt auch immer, also, in meinem Alter bin ich halt ziemlich klein sozusagen. Ja. Würdest du sagen, dass es noch im Rahmen des Normalen liegt? Ja, natürlich. Ja. Also ich bin jetzt nicht hässlich oder so. Ja, also dann ist es schon ungewöhnlich, ne? Weil es gibt ja nur viele durchaus auch hässliche Leute, die tollsten Liebesbeziehungen haben, ne? Und sehr, sehr früh sogar haben. Genau, und mein Talent ist es, dass wenn ich mich verliebe, dass ich mich meistens immer in die jüngeren Mädchen verliebe, die so 15, 16 sind. Ach so. Weil die in meinem Alter, die interessieren mich überhaupt nicht, die so alt sind wie ich. Weil mit denen bin ich halt nicht so auf einer Wellenlänge. Ich liege eher mit den jüngeren Mädchen auf einer Wellenlänge. Wie kommt das? Was ist das für eine Wellenlänge, die dich bei den Jungen anzieht? Das weiß ich nicht. Das kam halt von daher, dass ich auch zur Schule gegangen bin früher und dass die Leute in meinem Alter mich nie so akzeptiert haben, wie ich bin, sondern irgendwie immer so verstoßen haben, weil ich irgendwie mal ein bisschen anders war. Also ich habe auch ein Stück weit eine Behinderung, eine Lernbehinderung und bin halt nicht so schnell mitbekommen wie die anderen. Und deswegen habe ich mich natürlich dann von denen abgewendet und habe jetzt immer noch keinen Kontakt zu älteren Menschen, sondern habe eher Kontakt zu Jüngeren. Wenn man dann mit Jüngeren rumhängt, dann ist es ja klar, dass man sich in die dann schneller verliebt. Dann eher verliebt. Oder ist es vielleicht auch so ein bisschen die Angst, dass jetzt eine 24-jährige junge Frau, die so alt ist wie du, irgendwie schon mehr Erfahrung mitbringt im Bereich Sexualität und du davor ein bisschen Angst hast und dir auch lieber jemanden suchst, der auch noch unerfahren ist? Ja, das ist auch noch. Könnte auch sein. Auf jeden Fall, obwohl ja auch viele junge Mädchen jetzt auch schon irgendwie das erste Mal Sex gehabt haben. Ja, absolut. Und super früh. Man weiß ja gar nicht, fährt ja immer früher. 13, 14 das erste Mal. 10, 11 und so. Was ich nicht so toll finde. Ja. Wo lernst du denn? Wo suchst du denn? Wo gehst du auf die Suche? Wo lernst du Leute kennen, Frauen kennen? Ich gehe hier in die Kirche, das haben wir unserem Jugendtreff. Und da sind halt viele junge Mädchen, die sind so 14, 15 oder 16 auch. Ja. Und da fühle ich mich sehr wohl und da möchte ich auch nicht so schnell weg. Da sind meine Freunde, mit denen kann man alles besprechen, die nehmen mich so an, wie ich bin. Und wenn man dann mit den Mädchen redet und dann sind auch sehr viele Hübsche dabei, dann verliebe ich mich halt sehr schnell in die. Ja. Das ist auch sehr was Ernstes immer. Also nicht so heute die, morgen die, sondern bleibt das auch schon für 3 Monate, wo es mir dann richtig schlecht geht. Bist du dann sehr offensiv oder behältst du es eigentlich erstmal für dich? Ja, erstmal bespreche ich das mit meinen besten Freunden da. Und dann kommt das aber auch ziemlich schnell, dass die das dann erfahren. Obwohl dann dadurch meistens immer die Freundschaft kaputt geht, leider. Die Mädchen das erfahren? Ja, genau, denen sage ich das. Also ich bin jetzt nicht einer, der... Also die erfahren das aber nicht über die anderen Freunde? Nein, nein, du sagst denen, du ich sagst muss denen ihnen das auf jeden Fall selber sagen. Also ich meine, alles andere ist feige, finde ich. Ja. Ich muss zu den Mädchen und sagen, hör mal zu... Weißt du, was ich gut finde? Ich finde gut, dass du da in einem Bereich bist, in einer Gruppe, wo du auf jeden Fall schon mal Leute kennenlernst. Ja. Ne? Es gibt ja auch Menschen, die irgendwie schon so in deinem Alter sind, auch noch nie eine Liebe hatten, nie Sex hatten, die ganz abgekapselt leben. Ja. Und da sage ich denen immer, Mensch, das schneidet euch nicht ins Zimmer, das Mädchen. Da müsst ihr rausgehen und müsst auch was unternehmen. Du gehst raus, du unternimmst was und du sagst denen das sogar, wozu ja auch Mut gehört. Ja, auf jeden Fall, jede Menge. Ne? Und vor allen Dingen, wenn man schon einige Körbe bekommen hat, ist es ja jedes Mal dann... Ja, und dann, wie viel hast du schon bekommen? Boah, das habe ich schon nicht mehr gezählt, das sind bestimmt schon an die 9, 10 Körbe gewesen. Ja,
Aber alle Achtung, sage ich dir, ich ziehe meinen Hut, dass du dennoch immer wieder sagst, ich versuche es, ich mache es. Ja, ich gebe nicht auf. Ja, und das ist genau das. Und mehr kann ich dir da überhaupt gar nicht sagen, Niklas. Ich finde deinen Weg richtig. Ja? Und ja, absolut. Dankeschön. Und, ja, ich finde es richtig und habe da auch Respekt vor, dass du das immer wieder versuchst. Manch einer würde nach dem 5. Korb auch jammern und sagen, selbstmitleidig, würde sagen, nee, mich will ja sowieso keine mehr, die Welt ist schlecht und die Frauen sind gegen mich und alles ist grausam. Nein, so sehe ich das nicht. So. Ich geb nicht auf. Und ich garantiere dir, es ist nicht ein blöder Spruch, dass du über kurz oder lang, es kann vielleicht nur eine Weile dauern, es kann aber auch bald passieren, du einen Treffer landen wirst. Ich bin sicher, mit so einer Aktivität muss es mit dem Teufel zugehen und es geht nicht mit dem Teufel. Dann melde ich mich bei dir, wenn es geklappt hat. dass doch da irgendwie mal was zustande kommt. Ja. Wie soll sie denn aussehen? Was ist denn so dein Traummädchen? Boah, das Aussehen ist eigentlich relativ egal. Aha. Also Haarfarbe oder so, das muss einfach funken, wenn ich sie sehe. Muss Peng machen und dann muss sie... Ich habe jetzt nicht einen bestimmten Typ Frauen, wo ich sage, die nicht. Kann man auch sehr schwer beschreiben eigentlich. Wenn man, genau. Ja. Gibt es im Moment eine aktuelle, in die du verliebt bist und du nicht weißt, ob ja vielleicht oder nicht? Ja, die gibt es. Die gibt es? Ja. Ah ja. Und die weiß es auch schon? Nee, da bin ich noch etwas vorsichtig, ob ich das jetzt machen soll oder nicht. Wie lange wartest du denn immer, bis du dann die Frauen, die Mädchen ansprichst? Boah, unterschiedlich. Mal geht das schneller, mal dauert es 3 Wochen, mal dauert es 2 Wochen oder sogar einen Monat. Nee, machst du das alles so verbal oder versuchst du erstmal so über Aktionen an sie, mit ihnen an sie ranzukommen? Ja, erstmal so über Aktionen versuchen, ob man die Telefonnummer rausbekommen kann. Und dann ins Kino gehen zusammen. Genau, sowas. Ja. Wenn es da schon nicht klappt, dann sage ich so, hab wohl keinen Zweck, dass man das sagt. Ich meine, du bist doch Fachmann. Man kann dir gar nichts raten. Genauso muss man es machen. Ja, aber wenn man so viele Körper bekommt, ist das doch irgendwo dann schon ein bisschen blöd manchmal. Das ist blöd. Aber was meinst du, wie viele Menschen jahrelang warten und suchen und versuchen und es klappt auch nicht und dann irgendwann klappt es? Ja. Und so wird es bei dir auch kommen? Ja, hoffentlich. Und dann rufst du mich wieder an? Ja. Sag mal, schickes T-Shirt hast du an, das gefällt mir richtig gut. Nett, ne? Super. Niklas, alles Gute. Bitte. Kannst du mir ein Autogramm zuschicken? Ja, dann leg mal bitte auf, wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Adresse. Okay, dann mach weiter so, ne? Und Dankeschön. Viele Grüße an dein Team. Mache ich richtig aus. Tschüss. Tschüss. Helmut, 19 Jahre alt. Jo, hallo Domian. Jo, um was geht's? Jo, also eigentlich so über einen Rollerclub, den wir gegründet haben und so ein paar Sachen, die mich über die Polizei und so weiter aufregen. Über einen Rollerclub? Ja. Diese Vespas oder was? Nein, wir haben eigentlich, da sind ein paar Vespas dabei, aber halt normale 50 Kubik Motorrad. Achso, habt ihr einen Club gegründet? Jo. Jungs, nur Jungs? Nö, da sind auch 2 Mädchen. Wie viele Leute sind das? Mittlerweile 80 Leute. Also, 80 Leute? Ja, das ist echt Hammer. Boah. Also am Anfang haben wir uns das gar nicht vorgestellt und so. Ich möchte nicht in eurer Nachbarschaft wohnen, da ist ja ein Riesenradau wahrscheinlich, wenn ihr euch alle trefft. Nee, wir haben bei einer Tankstelle, die ziemlich außerhalb ist, haben wir das angefragt. Die freut sich ja auch drüber, weil wir tanken da deutlich mehr. Und die hat einen großen Platz und da gibt es eigentlich keine Probleme. Von bis wie viel Kubikmeter sind denn die Maschinen so? Bis maximal 50 Kubik. Bis also ein kleiner Rollerclub. Und also wir vier, also wir entscheiden immer noch ziemlich viel so. Wir kamen halt auf die Idee so. Also du bist einer der Urväter. Der Initiator. Ihr vier Freunde. Also du und 3 Freunde noch. Ja, einer sitzt auch hier. Und 80 Leute sind das mittlerweile, ist ja doll. Ja, das hätten wir ja auch nie gedacht, vor allem weil. In welcher Zeit ist das angewachsen? Ein halbes Jahr. Wahnsinn. Und deswegen, das ist auch für uns das Zeichen so, durch die Resonanz, dass sich halt viele freuen darüber. Ja. Halt, wir machen halt viele gute Sachen. Also, ja, das wollte ich jetzt fragen. Was macht ihr? Ja, also wir fahren halt Touren und jeden Samstag ist halt ein Treff, morgen wieder. Kommen auch 4 neue dazu. Jedenfalls zum Beispiel, wir haben einen Brief an den Bürgermeister geschrieben, halt, dass die Stadt so floriert und so, weil sie des Öfteren so Veranstaltungen und so macht. Und ob er nicht sich mal überlegen könnte, sich mit uns zusammenzusetzen, um im nächsten Jahr ein legales Rollerrennen zu machen, weil... Die illegal nicht so das Richtige sind. Nee, damit sich die Jugendlichen mal abregen können. Ja, also finde ich auch eine gute Idee. Da haben wir bald mit dem Treffen. Ja, bin ich mal gespannt, ob der Herr Bürgermeister sich da darauf einlässt. Ja, halt hier waren schon oft Rennen, so Inline-Skater-Rennen, so richtig mit Absperrung und so. Halt so richtig dann. Aber jetzt erzähl mir, ihr habt morgen das Treffen, dann kommen da vielleicht kommen nicht alle, aber sagen wir mal, da kommen 50 Leute hin. Ja, ja. Mit ihren Maschinen. Ja. Ihr trefft euch an dieser besagten Tankstelle. Ja. Und dann, was passiert dann, was macht ihr dann? Ja, also es werden immer welche zu Posten gewählt. Ich habe zum Beispiel den Posten Verwaltung und die Akten und so weiter. Wow.
Und jeder hat, wir wollen ja mal ein Verein werden halt. Mhm. Aber jeder macht dann halt so Sachen. Und der eine ist halt einer, der plant dann Touren richtig gut ein. Mhm. So richtig weite Touren. Das wird besprochen miteinander und man. Ja, oder halt auch Spiele wie jeder zahlt halt im Monat 3 Euro und einer haut ab, muss in der Stadt rumfahren und alle suchen ihn und wer ihn findet, der bekommt dann 5 Euro und sowas halt. Wie alt sind die Leute so im Durchschnitt oder von welchem Alter bis zu welchem Alter? Von 15 bis 36. Bis 36? Ja, da freuen sich manche Erwachsene halt auch so. Ja. Aber jetzt wolltest du mir gerade noch irgendwas in Sachen Polizei sagen? Deswegen habe ich auch angerufen. Es würde mich freuen, vielleicht, wenn ein Beamter mal vielleicht noch in dieser Sendung anruft, eventuell. Mhm. Jedenfalls, ich finde, die sind nur auf Rollerfahrer aus. Nein. Ja. Die haben euch immer auf dem Kieker? Ja, da bin ich mir ganz sicher. Das war auch ein Grund, dass wir den Club gründen auch. Also ich bin zum Beispiel, ich wohnte früher in Emmerich am Rhein. Ja. Und dann bin ich hier von Villingen-Schwenningen bis da gefahren. Das sind Landstraße rund 900 Kilometer. Ich wurde um die 18 Mal angehalten. Die 18 Mal? Ja. Wilde Verfolgungsjagden. Du vorne weg und der Streifenwagen hinterher. Ja. Wieso haben die dich angehalten? Ja, eben. Einfach so. Einmal gebe ich zu, ich war übermüdet. Da bin ich wirklich nachts im Träumen über eine rote Baustellenampel. Aber da haben sie auch nichts gemacht, das haben sie gemerkt. Ach so. Aber die ganzen anderen Male, ich stand einmal eine Stunde, da wollte er irgendwas am Roller finden. Ja. Ich habe mir halt schon vorher gesagt, vor so einer langen Fahrt mache ich den Roller normal. Ne? Vielleicht kann es ja auch sein, ich will jetzt die Polizei nicht in Schutz nehmen, aber vielleicht kann es ja sein, dass schon auch oft Rollerfahrer auffallen, weil die irgendwie die Verkehrsregeln nicht beachten, weil die ihre Maschinen frisieren, weil irgendwas da nicht stimmt und hier nicht stimmt. Könnte ja auch sein, oder? Natürlich, viele Jugendliche, die meisten machen was dran, aber ich muss wohl sagen, die Unfallstatistik, also die Totenrate, das erste ist das Motorrad, dann kommt das Auto und dann der Motorroller. Ah ja. Also und in USA finde ich zum Beispiel, also hier in Deutschland wissen ja alle, darf man am schnellsten Auto fahren und so weiter, aber da darf man zum Beispiel 125 Kubik Führerschein losfahren und zum Beispiel 50 Kubik darf man aufpowern, wie man will. Naja, gut. Gut, dass wir diesbezüglich nicht in den USA sind, finde ich. Ich finde, wir sollten sogar uns noch mehr an den USA orientieren, was das Autofahren anbelangt. Ja gut. 130 überall. Ja, 130 gut. Überall. Ja gut, die Meinung habe ich nicht so ganz, aber... Was? Die Meinung habe ich nicht so ganz, aber... Ja, weißt du, Helmut, ich fahre auch wahnsinnig ganz schnell Auto. Aha. Aber es ist einfach der absolute Irrsinn bei diesen vielen Autos und bei diesem kleinen Land, diese Raserei auf den Straßen. Und es passieren einfach nur definitiv weniger schwere Unfälle, wenn die Geschwindigkeit gedrosselt ist. Logisch. Und die ganze Welt hat fast überall gedrosselte Geschwindigkeiten. Das Riesenland Amerika, wo man wirklich toll brettern könnte. Ja, Ich würde mit allen Mitteln dafür kämpfen und das propagieren runter auf 130 auf den Autobahnen in Deutschland. Aber das ist ja gar nicht unser Thema. Du wolltest einfach mal ein bisschen für die Rollerfahrer werben bei der Polizei. Ja. Und vielleicht ruft hier noch ein Polizist an und erklärt uns, warum ihr immer angehalten werdet, ne? Ja, aber dann kommt wieder die allgemeine Erklärung wegen Versicherung und so. Ach, da liegt's auch noch dran. Aber jedenfalls, nein, ich finde, die sind einfach am meisten auf uns aus, auch wenn wir normal fahren. Ich bin zum Beispiel vor 3 Tagen, deswegen bin ich jetzt gerade besonders sauer, angehalten geworden. Ich bin auch in der Schrittgeschwindigkeitsstraße. Mhm. Wirklich Schrittgeschwindigkeit gefahren, der hält mich an, hat erst nichts gefunden, dann muss ich zum Revier und stundenlang musste ich da bleiben und so weiter. Das ist ja so, nach der Mutter, immer auf die Kleinen, ne? Immer auf die ganz Kleinen. Ne? Ja, kommt mir teilweise vor. Natürlich, manchmal gebe ich auch zu, habe ich schon einen ziemlich wilden Fahrstil. Ich finde gut, dass ihr euren Club da gegründet habt. Das finde ich auch. Finde eine sehr schöne Sache. Und grüß mal morgen alle gut Clubmitglieder von mir, sofern sie uns hier kennen, diese Sendung. Ich soll Sie grüßen. Ja, mach das, bitte, ja. Ja, gut. Der Doofner, der Gogo, der Flo. So heißen die alle. Ja, und so geht's weiter. Die Helmut, Biene. Alles Gute, alles Schöne. Jo, danke schön, wa? Tschüss. Gruß an dein Team. Jo, tschüss. Ingrid, 35 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo. Um was geht's, Ingrid? Ja, ich habe ein Problem mit meinem Partner auf sexueller Basis. Mhm. Und ich muss sagen, wir sind seit 9,5 Jahren verheiratet und haben 2 Kinder. Ja. Eine ist 6 und eine ist 4. Mhm. Und
Ja, seit geraumer Zeit passiert bei uns halt leider gar nichts mehr. Was heißt geraumer Zeit? Wie lange schon nicht mehr? Also jetzt generell gar nichts mehr, seit ja gut einem Jahr. Und, ach, da ist absolut tote Hose. Ja. Und seit der Geburt des Kleinen wurde es immer weniger, sag ich mal, ja. Und wie erklärst du dir das? Ich weiß es nicht ganz genau. Also die Erklärung meines Mannes geht dahin, dass ich halt ihm halt zu dick geworden bin nach den Schwangerschaften. Ist das so? Bist du viel? Hast du kräftig zugelegt? Also im Endeffekt sind es 5 Kilo. Oh ja, das ist noch nicht so viel. Nee, eigentlich nicht. Ich meine, ich bin keine zierliche Gestalt. Wie viel wiegst du? Wie viel wiegst du? Wie groß bist du? Ich bin 1,72 groß und wiege 78 Kilo. Das ist nicht schlank, aber es ist auch nicht fett. Nee, so, und es ist so ein guter Oberdurchschnitt. Ja, ne? Ja, es ist schon was viel, aber ja, ich würde es auch gerne ändern, aber es klappt halt noch nicht so. Aber das ist für mich eigentlich kein Grund, das so generell abzustellen. Das heißt, du hättest schon Lust auf Erotik und Sexualität? Ja, gerne, klar. Aber bei ihm regt sich nichts mehr? Nee, er sagt auch, er vermisst nichts. Und das kann ich nicht verstehen. Wie alt ist dein Mann? 39. Glaubst du ihm das? Oder hast du schon Misstrauen, dass irgendwas anderes... Nee, ich glaube es ihm eigentlich nicht ganz. Meinst du, da läuft irgendwas anders? Nee, das also nicht. Mit anderen Frauen glaube ich gar nicht. Also, onaniert er? Ich schätze mal ja, ich weiß es nicht. Ich habe es nicht mitbekommen. Und so offen redet ihr darüber nicht? Nee, also reden ist eigentlich bei uns leider auch nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Das ist leider nicht so. Nun hast du diese Bedürfnisse, ja? Ja. Wie du sagst, wie gehst du damit um? Masturbierst du? Hast du es für dich schon zumindest? Ja, für mich schon, ja. 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 Also das brauche ich schon irgendwie, weil ich weiß nicht, mir fehlt da schon so einiges. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ihm da nichts fehlt. Meinst du, dass das wirklich daran liegt, dass du jetzt 5 Kilo mehr wiegst? Oder meinst du, es liegt, oder ist das ein vorgeschobenes Argument, was vorgeschobenes? Ja, zuerst habe ich schon gedacht, dass es so liegt, aber in letzter Zeit denke ich, dass mein Mann irgendwo ein Alkoholproblem hat und dass es vielleicht darauf zurückzuführen ist. Obwohl er meint, er hätte da kein Problem mit und Das ist ja noch eine andere große Problematik. Aber es muss ja nicht unbedingt da einen Zusammenhang zu geben, glaube ich. Erstmal so spontan würde ich sagen, nicht unbedingt. Es könnte ja vielleicht auch sein, dass nach so einer langen Zeit, 9,5 Jahre Ehe, und wahrscheinlich habt ihr euch vorher auch schon eine Weile gekannt, dass da schon irgendwie so ein Abnutzungseffekt eingetreten ist, dass er einfach keinen Spaß mehr an der Sexualität mit dir hat, egal ob du nur 5 Kilo mehr wiegst oder 5 Kilo weniger. Hältst du das für möglich? Ja, das kann natürlich sein, klar. Aber es ist natürlich sehr schade. Nee, das Allerwichtigste wäre, erstmal genau rauszukriegen, was ist es. Ist natürlich sehr schwierig, wenn du sagst, das Reden ist bei euch nicht angesagt und er redet auch überhaupt nicht gerne. Also ich möchte da schon gerne drüber reden, aber er ist halt der Typ, der sehr still ist und über solche Sachen nicht reden kann. Aber irgendwas muss ja passieren, ihr seid ja noch relativ junge Leute. Ja. Ne? Es kann ja nicht die nächsten 30 Jahre so weitergehen, dass das gar nichts mehr läuft. Das ist ja oberfrustrierend. Ja, das finde ich auch. Also von daher hatte ich auch vorgeschlagen, zu einer Eheberatung zu gehen. Hatten auch einen Termin, aber er hat dann kurzfristig gesagt, dass er nicht mitgeht. Mit welcher Begründung? Nee, das wird ja nichts bringen. Weiß er das? Ja, er meint es halt. Er hat Angst. Ja. Er hat Angst, reden zu müssen, gefragt zu werden, konkret gefragt zu werden. Ja, er meinte ja, es geht ja fremden Leuten nichts an, diese Problematik. Und ich habe ihm halt drauf gesagt, weil... Wir schaffen es alleine aber nicht, darüber zu reden. Hast du ihm deine Unzufriedenheit so richtig klar gemacht? Ja, eigentlich schon. Ja? Ja. Aber irgendwo bringt es nicht zu ihm durch, habe ich das Gefühl. Also, ich finde das immer so fast schon, es provoziert mich, wenn ich sowas höre. Das Ehepartner, in deinem Fall ist dein Mann, das ist ja eine Art von Ignoranz. Ne? Ja. Er sieht meine Frau, die er liebt, die er hoffentlich liebt, ist unzufrieden und leidet. Das ist ja eine Form von Leiden. Du leidest an der Situation. Ja, sehr. Sehr, ne? Ja. Und sich dann einfach so bräsig dahinzusetzen und nichts zu tun, zu sagen, es geht niemand anderem etwas an, ich brauche das nicht mehr, so, und lässt alles einfach so weiterlaufen. Ohne eine Initiative, ohne irgendetwas zu tun. Finde ich sehr, sehr provokant, finde ich. Ja.
Ja gut, also ich muss auch sehr sagen, durch diese ganze Situation bin ich sehr unzufrieden geworden. Ja, es kann ja auf die ganze Ehe abstrahlen. Ja, ich habe natürlich dann auch sehr viel rumgemeckert, sag ich mal. Mhm. War mit allem unzufrieden, egal was er machte. Und ich habe gemeckert und das ist dann wie so ein Kreislauf. Mhm. Das eine bringt das andere hinter sich her. Absolut, absolut. Du bist unzufrieden, du bist auch etwas aggressiv wahrscheinlich auf ihn. Und schwuppdiwupp ist es in 1000 Alltagssituationen drin. Ja, richtig. Und es macht sich eben breit in der ganzen Ehe. Mhm. Ich würde an der Stelle, Ingrid, nochmal einen Termin machen bei der Eheberatung. Mhm. Und wenn der Herr Ehegatte dann wieder nicht mitgehen will, dann gehst du da alleine hin. Da kann man auch alleine hingehen. Ich war alleine da. Du warst sogar alleine da? Ja, zweimal. Und wie fandst du es? Sehr unzufrieden. Unzufrieden? Ja, also der Berater hat mir dann versucht klarzumachen, wie mein Mann fühlt und denkt. Und ist ihm das gelungen? Ja, eigentlich schon. Aha. Ich meine, das war ja auch Sinn und Zweck. Ich will ja auch versuchen, meinen Mann zu verstehen. Mhm. Aber auf der anderen Seite möchte ich ja auch gerne, dass mein Mann nicht versteht. Ja. Also meine Bedürfnisse und meine Wünsche. Ich bin mal sehr interessiert, wie hat er dir das denn erklärt? Wie empfindet denn dein Mann? Ja, also der Berater hat dann immer gefragt, was meinst du, wie dein Mann jetzt fühlt und wie meinst du denn, wie er das sieht, dass ich halt versucht habe, mich in meinen Mann reinzuversetzen, was ich halt so im Alltag halt zu wenig mache. Mhm. So, und gut, dann, aber bezogen auf den Punkt Sexualität, ist dir das auch gelungen? Nee. Ja, aber darum geht's ja. Nee, darum, ja, aber das hat nicht so geklappt. Und halt die Beratungsstelle hat mehr so den Alltag versucht zu durchleuchten und da mal irgendwo einen Ansatzpunkt zu finden. Würdest du sagen, du bist nicht so ganz zufrieden mit diesem Berater gewesen? Nee, eigentlich nicht. Ich habe mir da irgendwas anderes erhofft. Vielleicht mehr Verständnis für mich. Vielleicht bin ich aber jetzt auch egoistisch in diesem Punkt, aber... Nee, ich finde in dem Moment, also man muss mit dem Egoismus das nicht zu sehr betreiben, aber in dem Punkt finde ich das schon... okay, wenn man da egoistisch ist, wenn du da egoistisch bist. So, das heißt, du müsstest nochmal zu einem anderen Berater, in eine andere Beratung, finde ich. Ja. Finde ich schon, weil da muss irgendwie eine Bewegung rein. Einerseits. Andererseits, finde ich, musst du deinem Mann nochmal und nochmal härter und rigoroser klar machen, dass vielleicht sogar, wenn er sich weiter so ignorant verhält, eure Ehe auf dem Spiel steht. Ich meine, jetzt mal ganz, ganz weiter gesponnen, könnte das ja sogar passieren. Ja, ich hatte also auch schon mal gesagt, als ich ausziehen, also als man so ein Gespräch führt, was halt kein richtiges Gespräch ist, was mehr so ein Monolog von mir war, wo ich dann auch gesagt habe, mal, möchtest du denn eigentlich, dass ich ausziehe? Nee, auf keinen Fall. Aber es ändert sich halt nichts. Ja, ich glaube, weil er das immer noch nicht ernst genug nimmt. Ja, aber ich schaffe es einfach nicht, wirklich den Schritt zu machen und wirklich auszuziehen. Das ist wirklich das alte Lied, dass die Frauen da sitzen und reden und die Männer nicht reden. Zuhören und dann irgendeinen komischen Satz sagen am Ende. Und die Frauen danach so unzufrieden sind wie vorher. Ja. Ne? Also, dass du hier angerufen hast, beweist mir ja auch nochmal, dass du wie unzufrieden du bist. Ich würde vorschlagen, dass du gleich mit meiner Psychologin nochmal berätst, was man da genau alles so tun kann. Ja, auch ob es noch irgendwelche anderen Beratungsstellen gibt, vielleicht in deiner Nähe. Wir sind hier ganz gut ausgestattet mit den entsprechenden Adressen. Ja. Eine Frage noch bezogen auf die Familie. Hast du den Eindruck, dass die Kinder, die du auch schon 6 und 4 sagtest du, ne? 6 und 4, ja. 6 und 4. Kriegen die irgendwie so die Spannung auch? Leiden die schon drunter? Kriegen die es mit? Ja, das ist schlecht zu beurteilen. Also ich denke schon, dass sie es mitbekommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es nicht mitkriegen. Ich meine, wir streiten eigentlich nicht sehr häufig, aber diese abgekühlte Stimmung zwischen uns. Also noch ein Grund mehr. Und so musst du auch bei ihm argumentieren, noch ein Grund mehr. Ja, habe ich auch schon versucht, aber er meint ja, das wäre Quatsch, die Kinder würden das nicht mitbekommen. Und die würden es halt nicht sehen und das wird den Kindern nichts abmachen irgendwie. Ja, der Herr hat immer eine Ausrede, ne? Ja. Hauptsache, er muss nicht irgendwie aus seinem Schneckenhaus raus, ne? War denn eigentlich euer Sex früher, ganz früher, war der gut? War der für dich auch zufriedenstellend? Ja, sag ich mal. Doch, eigentlich war okay, sagen wir mal so. Aber auch ist etwas gebremst, sagst du das? Ja, es hätte schon mal schöner sein können, aber es war sehr häufig und doch, es war eigentlich ganz gut. Mhm. Doch, kann man nicht anders sagen. Hat er da auch nicht so richtig auf dich Rücksicht genommen und ist nicht auf dich eingegangen? Ja, das schon, das kann man so sagen, Kann man auch so sagen. Ja, aber irgendwie trotzdem war es schön für mich, kann man nicht so. Also das hat mir gereicht, sagen wir mal so. Ja, aber nachdem das dann so wenig wurde und...
Verstehe. Ja, jetzt meinten halt, ich habe mit Freundin auch drüber gesprochen und da meinten halt viele, dass es auch vielleicht doch der Alkohol sein könnte, dass er einfach nicht mehr kann und dann halt den Grund von 5 Kilo vorschiebt. Umso wichtiger, dass da was passiert, dass auch dieses in den Griff bekommen wird. Du legst auf, wir rufen dich gleich nochmal an, das heißt meine Psychologin, die Heide. Ja, super. Alles Gute. Schönen Abend noch. Danke, tschüss. Ciao. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Und ich bedanke mich bei meinen Leuten im Hintergrund. Herzlich bei Wolfram Spikowski, Thomas Reinke, Marco Rösseler, Michael Jansen, Thorsten Palut, Nikolaus Schelzig, Dorit Herber und Elke Büchter. Am Montag sind wir nicht im Fernsehen, sondern ausschließlich im Radio bei 1 Live zu hören. Und unser Thema nächste Woche Donnerstag, von Donnerstag auf Freitag. Das heißt, seit diesem Tag ist alles anders. Wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Wir hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. Schönes Wochenende, gutes Wochenende. Bis dahin.